Kneipe für Pilger aller Art. Wer von Berlin zur Wunderblutkirche von Bad Wilsnack läuft, der muss hier durch. Und manch einer macht sogar Halt am Ende eines langen Tags. Statt einer kargen Herberge hält Berdet für fromme Wanderer nämlich ein echtes Schloss bereit. Eine feudale Bleibe, zu der Paul den Schlüssel hat und damit Ludwig aufschloss, als er damals als Pilger kam, im Sommer vor einem guten Jahr. Ich dachte, okay, Kyris wollte ich eigentlich Stopp machen für heute, aber ein Schlüssel, Mensch, also da musste mal rein. Und ja, Paul hat mich dann hier auch ganz herzlich empfangen und das Schlösschen mir gezeigt. Und dann habe ich hier in diesem großen Riesenbett seit Tagen des Wanderns und Zeltens. War eine richtig gute Nacht und bin auch gleich 2 Tage hier geblieben. Werde jetzt hier öfters mal vorbeikommen. Heute ist der kleine Wochenende zu Besuch gekommen. Ein kurzer Blick noch ins Gästebuch der Unterkunft und Ludwigs Selbstporträt von damals. Berlitt also ganz offenbar ein guter Ort zum Innehalten auf dem Pilgerpfaden durch Prignitz und das nahe Königsfließ.